Bibliothek. Hallo, wir lesen aus den Schriften von Baal HaSulam, Artikel Das Wesen der Religion und ihr Ziel. Bitte. Das Wesen der Religion und ihr Ziel. Ich möchte hier drei Fragen beantworten. Erstens, worin besteht das Wesen der Religion? Zweitens, wird ihr Ziel in dieser Welt oder in der zukünftigen Welt erreicht? Drittens, ist das Ziel der Religion das Wohl des Schöpfers oder das Wohl der Geschöpfe? Auf den ersten Blick wird sich der Leser über meine Worte wundern und diese drei Fragen nicht verstehen, die ich als Thema für diesen Artikel wählte. Denn er weiß nicht, was Religion ist. Und wer weiß denn nicht, dass man sich deren Belohnung und Bestrafung hauptsächlich in der zukünftigen Welt erwartet und erhofft? Geschweige denn die dritte Frage. Alle wissen, dass sie auf das Wohl der Geschöpfe ausgerichtet ist, sie mit Guten und mit Reichtum zu verwöhnen. Und was kann man dem noch hinzufügen? Und tatsächlich habe ich dem nichts hinzuzufügen, weil jedoch diese drei Fragen so bekannt und üblich sind, von der Kindheit an eingesaugt, kann man im Verlauf des gesamten Lebens weder etwas zu ihnen hinzufügen, noch in ihnen Klärung betreiben. Das zeugt jedoch von der Unkenntnis dieser erhabenen Begriffe, die tatsächlich die Grundlagen des Fundaments sind, auf welchem das gesamte religiöse Gebäude aufgebaut ist und sich stützt. Und wenn dem so ist, dann sagt mir, wie ist es möglich, dass ein Jugendlicher von 12 oder 14 Jahren schon reif genug ist, um in die ganze Tiefe dieser drei Begriffe einzudringen und sie zu verstehen? Dies auch noch in einem solch ausreichenden Maß, dass er dem im Laufe seines ganzen Lebens nicht mehr irgendeine Meinung und Kenntnis hinzufügen muss. Hier genau liegt das Problem. Denn eine solch oberflächliche Annahme führte auch zu einem oberflächlichen Wissen und zu Schlussfolgerungen wildesten Charakters, welche die Welt unserer Generation erfüllten und uns zu einem Zustand führten, dass die zweite Generation unserem Einfluss fast schon entglitten ist. Was möchte er uns sagen? Beispiel drei Fragen. Also begonnen, was ist das Wesen der Religion? Liegt ihr Ziel darin, in der Welt diese Dinge zu erfüllen oder in der kommenden Welt? Und ist sie zum Wohle des Schöpfers oder zum Wohle der Geschöpfe? Aus dem heraus, was würden wir wissen, auf wie wir auf diese drei Fragen antworten können, so gehen wir nicht und erforschen sie nicht und klären sie nicht. Und deshalb bleiben wir kenntnislose Menschen, also in der gleichen Unkenntnis verhaftet wie vorher. Es ist kein Bezug zur Religion, dieser Artikel. Meine Religion gibt den, eigentlich dient der Religion dazu, den Menschen zum Verstehen zu geben, warum er existiert, welche Kraft mit ihm eingeflößt, damit er sich weiter bewegt. Was muss er in diesem Leben erreichen, erlangen? Was muss er als Ergebnis dieses Lebens erreichen? Auf all diese Dinge, von all diesen Dingen muss er klare Antworten erhalten, welche ihn auf ein richtiges Leben ausrichten und vorbereiten. Und wie wir das sehen, passiert das alles nicht, sondern ganz im Gegenteil. Anstelle diese Dinge zu untersuchen, nehmen wir etwas, was wir als Religionen angenommen haben, Religion. Diese Dinge verirren uns, verwirren uns und zerstören unsere Herangehensweise zum Leben und sagen uns, du musst das und das tun, als wir sie zurechtfinden.
und du musst nichts mehr anderes tun in diesem Leben. Das ist die Religion. Und deshalb bleiben wir alle wie dumme, hirnlose Menschen und wie wir als Kleinkinder in die, auf die Welt kommen, kleine Kinder bleiben wir und beenden auch so unser Leben. Ohne Verstand. Fragen, Yaniv. Wenn wir uns anschauen im Allgemeinen, was die Artikel von Bala Sulam und auch von Rabash, irgendwie die Hauptpunkte, die beschreiben, sind die Unterschiede zwischen Kabbalah und Religion. Nicht alle Artikel, ich würde nicht übertreiben. Sie wollen den Menschen darauf ausrichten, den Menschen in seinem Leben so positionieren, um seine Bestimmung zu erreichen, Lebensbestimmung zu erreichen. Der Mensch, welcher das Lebensbestimmung erlangen möchte, muss verstehen, dass er diese nicht hat, diese üblich verfügt, nicht verfügt und dass er zu seinem Leben zum richtigen Fazit gelangen muss. Das ist es, was uns zuerst der Kabbalah beibringt. Beibringt. Ja, aber die Klärung ist immer, aber vielleicht nicht immer, aber normalerweise gegen der Religion, gegen der religiösen Wahrnehmung. Korrekt, weil am Anfang gab es zuerst der Kabbalah und dann hat man aus ihr Religion gemacht, mit allen ihren Zusätzen. Judentum, Christentum, der Islam und jede einzelne von ihnen teilen sich noch in sehr viele weitere Facetten und Teile auf. Das heißt, die Klärung der Weisheit der Kabbala ist immer gegen der Religion, oder? Nein. Der Kabbala bezieht sich überhaupt nicht zur Religion. Der Kabbala möchte sich zum Menschen beziehen und seine Verpflichtung, seine Bestimmung im Leben. Dass er verpflichtet ist, seine Seelenwurzel zu erreichen in seinem Leben. Sich mit den Geschöpfen zu verbinden, um zum Schöpfer zu gelangen und um ihn anzuhaften und seine Stufe als schöpferähnliches Geschöpf erreichen. Die Welt von Anbeginn bis von Anfang bis zum Ende betrachten zu können. Das heißt, diese Neigung zur Religion, diese imprägniert im Menschen. Ist das so? So wie ein Kleinkind, welches Sicherheit bekommen möchte und Kontakt mit höheren Kräften, mit den Erwachsenen erhalten, um sich sicher zu fühlen, an ihnen festzuhalten. Das ist ganz Natürliches. Und wir auf unserem Weg sollen wir auch prüfen, diese Unterscheidungen. Wir hüten uns sehr davon, dass wir Angst haben, die Unkenntnis haben und mittels Unkenntnis Ängste, Befürchtungen von uns in unserem Leben, die wir haben. Vor allem, was passiert, gelangen wir dann zur wahren Ehrfurcht, zur wahren Furcht und zum wahren Ziel. Das alles bringt uns nach vorne. Und die fehlende Kenntnis, das fehlende Verständnis, die Unsicherheit, die wir fühlen und noch Neid, Leidenschaft, Begierden und andere Kräfte, bringen uns der Klärung näher, was unsere Lebensbestimmung ist, unser Lebenssinn ist. Okay? Italien 4. Grazie, Rav. Perché i kabbalistici dicono che non c'è differenza per lavorare a beneficio delle creature? Wieso Kabbalisten sagen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen den, wenn man für Geschöpfe arbeitet oder für den Schöpfer auch. Wenn der Mensch sein Ego verlässt und etwas, was außerhalb von ihm, von sich selbst dient, so sagt man im Prinzip, dass außerhalb des Menschen nur den Schöpfer gibt, dass es nur quasi Erscheinungsbilder gibt, viele Seelen, viele Teile, und der Schöpfer beinhaltet alles. Das heißt, um zum Begriff des Schöpfers zu gelangen, ist es das Allersicherste, das Korrekteste und das Allersicherste, mit den Geschöpfen zu beginnen, um ihnen zu arbeiten. Okay, wir werden, lasst die Fragen später, wir machen weiter. Aber ihr wiederholt diese Teile im Laufe des Tages, habt ihr gehört? Und wenn es Fragen gibt,
Und viele Fragen wird es geben, wenn wir sie morgen beim Unterricht wiederholen. Alles klar? Weiter. Titel: Das absolut Gute. Um den Leser nicht mit langen Ausführungen zu ermüden, werde ich mich nur nach dem richten, was in den vorausgehenden Artikel geschrieben wurde, hauptsächlich nach dem Artikel Gabe der Torah. Nach allem, was eine Einleitung zu diesem erhabenen Thema bietet, welches wir besprechen. Ich werde mich kurz und einfach ausdrücken, damit es jedem verständlich wird. Zu Beginn muss man verstehen, dass der Schöpfer das absolut Gute ist. Es ist also unmöglich, dass er jemand irgendein Leid zufügen würde. Und das nehmen wir als das wichtigste Gesetz wahr. Der gesunde Menschenverstand zeigt uns klar, dass die Grundlage aller schlechten Taten nichts anderes als der Wille zu empfangen ist. Das bedeutet, dass die leidenschaftliche Jagd nach eigenem Wohlergehen, die vom Willen zu empfangen hervorgerufen wird, der Grund dafür ist, dem Nächsten Leid anzutun, da der Wille zu empfangen danach strebt, sich zu fühlen. Und zwar so, dass wenn das Geschöpf eine Befriedigung zu seinem eigenen Wohle fände, es niemand in der Welt gäbe, der seinem Nächsten Leid antun würde. Und wenn wir manchmal auf irgendein Geschöpf treffen, welches seinesgleichen Leid antut, nicht aus dem Willen heraus, Genuss für sich zu empfangen, so tut es dies nur aus der Gewohnheit heraus, die ursprünglich durch den Willen zu empfangen ins Leben gerufen wurde. Und diese Gewohnheit ist nun die einzige Ursache und befreit von der Suche nach einem anderen Grund. Da der Schöpfer von uns hinsichtlich seines Wesens als vollkommen wahrgenommen wird und keine Hilfe benötigt, in seiner Perfektion allem Seienden vorausgehend zu sein, ist klar, dass es in ihm keinerlei Willen zu empfangen gibt. Und da es in ihm nichts vom Willen zu empfangen gibt, fehlt auch jeder Grund, jemandem Schaden zuzufügen. Und das ist ganz einfach zu verstehen. Gibt es Fragen? Okay, Kiew 1. Ja, lieber Rav. Wenn es ein Verlangen da ist, jemandem Schaden hinzuzufügen auf eine direkte Art und Weise, du kannst es nicht mit der Liebe bedecken. Natürlich, wenn wir dann später zur Liebe zu gelangen, das so sehr um eine Vervollständigung und die Korrektur des Hasses zu tun, welche Folge gewesen sind, dass über alle Vergehen soll Liebe bedecken. Bedecken, das nicht es zu verbergen, zu verhindern, sondern alles nur zu korrigieren. Die Frage ist in Bezug auf unsere Arbeit. Praktisch gesehen, wenn wir die Liebe aufbauen können oder irgendeine Art der Verbindung, wenn es ein Verlangen gibt, jemandem Schaden hinzuzufügen, das ist nur möglich aus einem neutralen Zustand heraus. Und dieses Verlangen, Schaden oder zu zerstören, wie kann man überhaupt damit arbeiten? Betreten wir eine Gesellschaft bei, welche uns erklärt, dass unser Ego eine zerstörerische Kraft ist und es uns nicht ermöglicht, gute Errungenschaften, erhabene Errungenschaften zum Leben zu erreichen, zu erlangen. Und dann fangen wir an, in Bezug auf unser Ego eine negative Einstellung anzunehmen und fangen auch an zu verstehen, dass es nicht möglich ist, mit diesem Ego zurechtzukommen, denn er ist so stark in uns und die höhere Kraft hat noch erschaffen. Und deshalb können wir diesen nur korrigieren, nur unter der Bedingung behandeln, küren, wenn wir
uns miteinander verbinden, unter der Verbindung zwischen uns, rufen wir die höhere Kraft an uns heran, welche uns sich um unser Ego kümmert. Und wenn wir auf bestimmte Weise fähig sind, uns selbst zu annullieren, jede einzelne nachzugeben, einen Verzicht zu machen in Bezug auf die Gruppe, so erhalten wir jene höhere Kraft, welche fähig ist, sich um jeden Einzelnen in der allgemeinen Kraft zwischen uns zu kümmern, uns zu korrigieren, uns zu vereinen, zu verbinden, und so gelangen wir auf solche Weise zur Korrektur. Nur in der Welt, was jetzt stattfindet, ist der Zustand, was uns auch dazu bringen kann. Gewiss müssen wir enthüllen, was der Grund ist für all die Dinge, die in der Welt in all ihren Details passieren. Und wir werden auch dann darin Korrekturen sehen. Das stimmt. Zum Beispiel in meinem Land jetzt, ich sehe, dass es gibt keine Möglichkeit überhaupt, irgendein Verständnis aufzubauen über die Liebe oder Verbindung. Das ist so eine Situation, wo es Verlangen zu zerstören gibt, nichts über Verbindung oder Integrierung, nur einfach, die wollen alles zerstören, die Existenz zu stoppen. Was für ein Prozess der Korrektur soll hier stattfinden, dass man sich entwickelt aus diesem Zustand heraus? Indem dass du deinen Feind umbringst, korrigierst du ihn nicht. Sondern die richtige Korrektur ist jene, wenn du ihm vom Feind zu einem Freund umwandelst. Nur auf solche Weise gelangen wir zu den Korrekturen. Deshalb, gemäß der Tora heißt es, jemanden umzubringen, muss es hier einen sicheren Grund, ein sicheres Fundament geben. Das, wovon du jetzt redest, über den Krieg, welcher in einem Land passiert, können wir jetzt nicht darüber sprechen, denn das ist noch immer sehr, sehr aktuell und lebendig. Aber hoffen wir, dass es bald zu Ende geht und wir uns zu diesen Dingen etwas in einer ausgeglichenen Form beziehen können. Im Gefühl und im Verstand. Ich bin interessiert im Allgemeinen. Es gibt zum Beispiel Hass und es gibt eine Kraft, die zerstören möchte. Und soll das korrigiert werden auf irgendeine Art und Weise? Ja, darum steht geschrieben, dass genau anstelle des Hasses kommt die Liebe, diese wird sie bedecken, wird sie vervollständigen und wird sie behandeln. Aber die Korrektur liegt nicht daran, wenn du den Feind tötest, umbringst, sondern dass du ihn korrigierst und mittels seiner Korrektur er zu deinem Liebhaber wird. Aber wie korrigiert man das? Nein, darüber steht geschrieben, derjenige, der dich töten kommt, den musst du zuerst töten. Wenn du dir sicher bist, dass er kommt, um dich zu töten, bist du verpflichtet, bereits im Vorhinein aufzustehen und ihm zu töten. Ja, das sind bereits die gleichen Gesetze der Korrektur. Denn alles, was wir tun müssen, entsprechend der Tora, sind nur Korrekturen. Und die Korrektur für einen, der den anderen töten möchte, ist, ihn zu töten, wenn es keinen anderen Weg gibt, keine andere Wahl gibt. Außerdem muss man auch hier aus dem heraus, was passiert, verstehen, woher das rührt. Warum hat der Schöpfer das auf solche Weise angeordnet? Was will er von uns allen, dass wir aufeinander abhängig sind, in verschiedensten unterschiedlichen Formen der Auffassungsgabe, der Charaktereigenschaft, der Ausdrucksweise, mit uns jeder Sache. Warum hat er so eine Verbindung zwischen uns organisiert und wir wahrlich wissen nicht, was wir mit unserer Natur anfangen können? Allmählich, wenn wir anfangen werden, nach vorne
uns zu entwickeln hin zu den Korrekturen, werden wir auf dem Weg sehen, wie sehr, wie notwendig die Verbindung zwischen uns ist und besonders zwischen uns, zwischen Menschen, die so unterschiedlich sind. Bitte, bitte wahre deine Frage, bewahre deine Fragen auf, wir werden sie alle einzeln beantworten. Tiflis. Скажите, Рав, вот все-таки в продолжение вопроса Влада. Рав, fortzusetzen die Question, die Frage von Vlad. Gestern ich habe ihr Treffen mit Senka geschaut, wo sie sagten, dass die Nation, die nicht verstehen, diese Kräfte oder die Gewalt verstehen eigentlich. Der Senka hat sie gefragt, dass die springen auf israelische Soldaten und töten sie und man soll einfach die Pistole nehmen oder den Stock und zurückschlagen, aber es gibt in der Spiritualität, dass wir verstehen sollen, wenn wir alles korrigieren, dann werden nicht zu uns kommen, sondern mit Schlägen, sondern mit Blumen. Wie sollen wir arbeiten hier? Weil morgen soll man Stock nehmen und Nachmittag sollen wir zur Lektion kommen. Und wie kann man durch diese Korrekturen gehen jetzt? Das ist nicht nur in Bezug auf die arabische Nation, die nur Gewalt verstehen, sondern die alle Nationen. Ja, das hat mit jeder Nation zu tun, abhängig von der Größe, von der Höhe, von der Art der Kraft. Aber jedes Volk und Volk in dem, was egoistisch ist und in dem, was sie bereits doch bestimmterweise korrigiert ist, auf solche Weise sehen wir die Dinge. Ja, das Problem liegt darin, dass die Nation, die Völker nicht fähig sind, das in Kauf zu nehmen, wie sehr sie unterschiedlich zueinander sind. Voneinander unterschiedlich sind, ja. Und deshalb gibt es hier so eine Art Widerstand zwischen allen. Sie gehen und bekriegen einander. Sie verstehen nicht, dass es, sie können, dass sie auch immer noch nicht verstehen können. Ja. Sogar solche nahe Völker wie Russen und Ukrainer. Aber sie sind sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Es gibt zwischen ihnen eine große Entfernung, sogar einen geschichtlichen großen Unterschied, historischen Unterschied und in der inneren Kultur, im Aufbau der Seele. Es ist nicht ein Volk, es ist nicht ein Volk, es ist nicht ein Volk, welches der anderen Volk nahe ist. Sondern sie sind wirklich wahrlich voneinander weit entfernt. Und deshalb, wenn sie sich auf solche Weise, auf feinfühlige Weise zu einer beziehen würden und erkennen, und nicht mit Gewalt, wenn sie sich einander verpflichten, so würden sie Erfolg haben. Ja. Richtig, ja. Man kann sich damit einverstanden geben, dass es hier Gewalt unter den Völkern, sie mit Gewalt etwas verändern, verbessern wollen, korrigieren wollen. Diese Herangehensweise ist ganz falsch. Deshalb hoffe ich auch, dass zuerst einmal als Ergebnis aus diesem Krieg sie verstehen werden, dass es hier keinen Platz gibt, um Krieg zu führen, sondern man muss miteinander sprechen, verstehen, lernen, das schon. Und nicht zu glauben, dass sie ein Volk sind, eine Nation sind oder dass es unter ihnen eine Art Annäherung gibt. Sie sind überhaupt einander nicht nahe, auf keinste Weise. Nur weil sie die gleichen ähnlichen Sprachen sprechen, heißt nicht, dass sie einander gleich sind. Überhaupt nicht. Das ist eine ganz andere Auffassungsgabe, ein ganz anderer Verstand, ein ganz anderes Herz, jeder einzelne von ihnen. Und hoffen wir, dass sie das auch anfangen werden, aus dem Punkt heraus, von der Ferne
einander näher, sich näher zu kommen. Und anfangen, ihre Annäherung zueinander zu prüfen, zuerst mal die Wurzeln eines jeden Einzelnen zu erlangen und zu lernen. Das Problem ist, dass sie eine gemeinsame, unangenehme Geschichte durchlaufen haben. Diesen sowjetischen Staat und dieser Staat wollte von allen seinen Teilen alles von jeder Nation und Kultur entfernen. Alle ein Volk sind. Alle sind gleich, ganz egal, und das ist bis zum heutigen Tag das Problem dort, dass niemand dieser Nationen wirklich nicht kennt und sich selbst kennt, überhaupt den anderen annimmt und erkennt. Wir werden wahrlich daran arbeiten müssen, es jeden Einzelnen erklären müssen und jede Nation von allen Völkern, wenn sie nicht ihre wahre Wurzel, ihre materielle, physische Wurzel entdeckt, wir wollen es nicht fähig sein, uns miteinander richtig zu verbinden. Ja. So, Rav, das Problem oder diese Nuancen, diese feinen Unterschiede sind nicht so ganz klar. Das findet Platz nicht, weil, zum Beispiel, wenn es auch zwischen den Freunden stattfindet. Das ist klar, dass auf der Straße ist etwas anderes, aber hier für uns, du studierst mit den Freunden und mit dem gleichen Rav. Und dann in unseren Treffen, wie kann man damit arbeiten überhaupt? Alle Vergehen so Liebe bedeckt, das ist unser höchstes Gesetz. In dem Bauch kann es nicht anders sein. Aus. Über alle Vergehen soll Liebe bedecken. Aus. Punkt. Moskau 1. Да, Раф, спасибо. Вот сценаристы, подводя... Danke, Раф. Die Schreiber, wenn die Filme beschreiben zum Ende, die zum Happy End, die machen am Anfang so schreckliche Sachen. Können wir mit diesen Skripten so einfach umgehen und mit diesen Zuständen, mit denen wir durchgehen, dass wir Happy End durch uns selbst bringen? Sonst wird es nicht passieren, oder? Wir müssen keine negativen Dinge erschaffen, schlechte Beziehungen bilden. Wir müssen uns bemühen, uns über unsere Natur hinwegzusetzen, zu erheben und über unsere Natur hinaus eine Verbindung zu aufbauen. Und eine innerliche Verbindung, eine tiefe innere Verbindung bis hin zur Liebe. Das ist unsere Arbeit. Wir brauchen keine negativen Dinge. Wir müssen keine negativen Dinge offenbaren. Wir müssen nur einander gute Dinge offenbaren. Aber wenn du die guten Dinge dem anderen offenbaren willst, so offenbarst du, dann entdeckst doch alle negativen Dinge, die dort verankert sind. Und auf solche Weise müssen wir uns korrigieren und weiter voranschreiten. Klar. Ja, bitte. Rav, ich möchte einfach fortsetzen, was der Vlad sagte. Vielleicht nicht fortzusetzen, aber versuchen zu verstehen. Ich möchte verstehen den Zweck von diesen Fragen. Und wir sind in einem besonderen Zustand. Und ich habe 19 Jahre in Ukraine gelebt und jetzt 15 Jahre in Russland. Ich sah diesen Konflikt von beiden Seiten und jeder hört auf, darüber zu reden, und Familien und Freunde zeigt sie, dass ich derjenige bin, der Schaden hinzufügt. Der Vlad ist der Feind. Soll ich den attackieren? Und es gibt einen Krieg zwischen zwei Systemen und gegen Faschismus oder Nationalismus. Keiner hat Probleme mit dem Blatt und ich bin persönlich mit ihm in Kontakt. Ich versuche einfach zu verstehen,
wenn wir gegeneinander kämpfen, diese zwei Systeme, diese zwei Kräfte, wie können wir damit umgehen? Ich würde vieles mehr dazu sagen. Bei diesem Krieg bekriegen sich keine Nationen, keine Länder oder keine Systeme, sondern die Auffassung des ukrainischen Volkes versus der Auffassung des russischen Volkes. Und das ist das Problem. Das ukrainische Volk, gemäß dem, wie es sich präsentiert, wie wir es sehen, das ukrainische Volk, sich nicht Krieg führt. Es ist kein Kriegsvolk. Das Volk ist entwickelter, scheinbar entwickelter als das russische Volk. Das auch haben wir, sehen wir auch aus der Geschichte heraus. Kiewer Rus und so weiter, dass das ukrainische Volk antiker ist als das russische Volk. Aber das ist nicht ein Volk. Das muss man jetzt verstehen. Es gibt ja nicht ein Volk. Es gibt ja zwei Völker, welche, obwohl sie auf bestimmte Weise miteinander verbunden waren, einander nahe sind, sie waren Nachbarn. Richtig zu sagen, dass sie ein Nachbarn gewesen sind, aber das ist nicht ein Volk. Deshalb von einem Volk irgendwelche Forderungen zu anderen Volk zu tun, ist nicht möglich. Wir sehen, so wie du in der Ukraine und Russland gelebt haben, wenn er quasi auf objektive Weise die Dinge betrachtet, so sieht er, dass es überhaupt nicht ein Volk, sondern es sind zwei unterschiedliche Völker, zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wir sehen hier, wie sie ihr Haus, ihre Umgebung ums Haus herum ordnen, ihr Leben, ihre Kultur organisieren, ihr Leben in der Gesellschaft. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist eine andere Psychologie, eine andere Auffassungsgabe in jedem Einzelnen dieser Nation, dieser Völker. Dann kann es nicht sein, dass du die Völker vermischt, dass sie quasi verschiedene Formen der Annäherung haben, Dinge, die einander gleichen. Besonders davon, dass es die Regierung so organisiert, dass sie Druck ausgeübt haben und sie miteinander vermischt haben. Und in Russland, weißt du, wie in Russland passiert. Dort, das heißt, man grenzt auf neue Weise, auf andere Weise und das war's. Und dann das Volk weiß nicht mehr, wohin es gehört und wohin, zu wem es gehört und ist ganz verwirrt. Dann nimmt das Volk das Jahrzehnte oder die Jahrhunderte, Jahre Zeit, um die Dinge zu korrigieren. Das heißt, wir müssen zuerst von der Herangehensweise weggehen, dass es ein Volk ist, es sind zwei Völker. Ich denke nicht, dass es diese schlecht, diese gut sind. Es sind zwei unterschiedliche Nationen und Völker. Und es ist nicht gut, dass der eine kommt und das entscheidet und sagt und den anderen quasi aufbindet. Das ist nicht auf keinste Weise akzeptabel. Ja, Moskau 1. Gut, Raff, eine parallele Frage. Ich habe Sie einmal sagen hören, dass der nächste Zustand ist eine Art, ein Zustand des Narzissmus, ein entwickelter Zustand, Nationalsozialismus. Und wenn ich sehe, was hier passiert, von den Nazis, sie bringen Menschen um, sie quälen sie. Worüber sprichst du denn? Wo? Das war schon lange her. Sie haben schon lange gesagt, dass sie sagten, dass die nächste Regierungsform wird eine nationalsozialistische Regierung sein. Jede Regierung wird zu einer Nazi-Regime werden, haben sie gesagt. Wenn wir nicht unseren Willen zu empfangen korrigieren oder unser Ego, natürlich werden wir zu dem Zustand kommen, wo unsere Egos enden und gehen in solche extreme Zustände. Und natürlich, das werden auch Narzissten da vorhanden sein, ja. Nationalisten, ja. Die nationalistische Idee liegt darin, einen eigenen Rahmen für sich selbst zu schaffen
Und wie verbindet sich das mit dem, dass sich alle verbinden müssen? Deswegen, was die Weisheit der Kabbalah erklärt, wenn wir unsere Egos nicht korrigieren, werden die alle Nationen dann zu den Nazi-Regimen kommen. Die werden zu Faschisten dann. Da, die werden, das wird so eine klar, kind of der internen Zusammenstöße zwischen den Ländern, aber das ist gegen den anderen. Und das ist die Voraussetzung, dass wir, wenn wir uns nicht korrigieren, Ego wächst, wie es wächst. Und das ist die Frage der Entwicklung in Bezug auf unsere Egos. Und es gibt auch eine Frage der Entwicklung, wenn wir das Ego korrigieren und uns darüber erheben. Gut. Danke. Im egal welchen Zustand ist es nicht zu akzeptieren, dass ein Land oder eine Armee angreift die Nachbar und tut das, was sie tun möchten. Und in keinem Ort der Welt wird das akzeptierbar sein. Tbilisi, bitte. So, Raff, zu diesem Thema habe ich eine andere Frage. Wenn der Schöpfer den Menschen Leben schenkt, was für ein Recht hat ein Mensch, das Leben eines anderen Menschen zu nehmen? Geht doch gegen den Schöpfer. Korrekt, ja, richtig. Das entsprechend der christlichen, katholischen Religion. Wenn jemand ein Christ das tut, ist er ein Antichrist. Ja, ja. Gut, ich habe es verstanden, danke. אבל אם אני מסתכל על המציאות, אני רואה מציאות אחרת לגמרי, אני רואה מציאות של סבל, הרבה סבל מיותר. Wenn ich auf das Land schaue, den Artikel, so sehe ich eine Realität voller Leid, viel Leid. Wie kann man diesen Widerspruch da richtig verstehen? Durch Verständnis, was sein soll, was sein soll und im Vergleich, was es zurzeit ist, im Vergleich zum vom Böse zum Guten dann. Die Verantwortung des Schöpfers, er macht doch alles. Nein, der Schöpfer erschuf den bösen Trieb und gab uns, dass wir das zum Guten umwandeln. Der nimmt teil an diesem Prozess mit seiner Kraft, aber nur in Bezug auf unseren Gebet. Ihre Antwort nimmt irgendwie die Verantwortung vom Schöpfer weg. Sie kann sich nicht mit ihm beschweren. Der Schöpfer arbeitet in Bezug, was du von ihm bittest oder was du von ihm forderst. So ist es. Er arbeitet nicht gegen deinen Willen, gegen deine Welt. Wenn du möchtest, dann mach das zum Guten. Wenn nicht, dann leide. Weil Leiden wird dich dann bringen zu der guten Welt. Moskau 4. Скажите, вот пять минут назад я записал все прегрешения, пока... Sagen Sie, vor fünf Minuten habe ich mir aufgeschrieben, über alle Vergehen soll Liebe bedecken. Eben der Bruch kann es nicht anders sein. Darüber sprechen wir überhaupt hier, verstehe ich nicht. Über irgendeine Art Nationalsozialismus hier, verstehe ich nicht. Wir sprechen über den aktuellen Zustand, wo das Ende der Korrektur kommen wird, dass dieser gegenwärtiger Zustand ist, wo die ganze Welt aufgeteilt ist in die einzelnen Teile, die egoistisch miteinander zusammenstößen. Und die zukünftige Welt ist, wo wir die Methode der Kabbala, Methode der Korrektur ausbreiten, dass jeder die Angleichung der Form zwischen ihnen erreicht und dann mit dem Schöpfer. Das sind zwei verschiedene Sachen, was wir jetzt haben, was wir am Ende der Korrektur haben werden. In Ordnung? Gut. Wo bist du, Nif? Ich bin hier auf... das bedeutet, nochmal, wir sind hier auf der Spalte. Moment, ganz kurz.
Somit haben wir geklärt, dass der Schöpfer nur über den Wunsch, Gutes zu geben, verfügt. Sein Gesetz ist keinesfalls erlaubt, jemandem auch nur einen Gramm Schaden oder Leid zuzufügen. Weil, wenn der Schöpfer absolut ist, dass seine Beziehung von ihm zu den Menschen ist nur auf diese Art und Weise. Wir lesen weiter. Es ist unmöglich, dass es von ihm ausgehen würde. Und daher geben wir ihm den Namen des absolut Guten. Nachdem wir dies erkannt haben, werden wir hinabsteigen und uns die wirkliche Realität anschauen, die von ihm gelenkt und kontrolliert wird, und die Weise, wie er nur Gutes tut. Denn alle Geschöpfe erhalten von ihm nur Gutes. Denn er hat die Geschöpfe Ich habe in dem Absatz geagiert. Wir lesen noch einmal. Somit haben wir geklärt, dass der Schöpfer nur über einen Wunsch, Gutes zu geben, verfügt und sein Gesetz keinesfalls erlaubt, jemandem noch einen Gramm Schaden oder Leid zuzufügen. Es ist unmöglich, dass es von ihm ausgehen würde. Und daher gaben wir ihm den Namen des absolut Guten. Nachdem wir dies erkannt haben, werden wir ihn absteigen und uns die wirkliche Realität anschauen, die von ihm gelenkt und kontrolliert wird, und die Weise, wie er nun Gutes tut. Wir haben vorher begonnen mit dem Absatz, doch außerdem haben wir auch noch dem ganzen Herzen begonnen. Wir haben uns in der Absatz geirrt. Ja. Gut, mit anderen Worten, er bereitet uns vor von dem Zustand, wo wir die Welt sehen als sündhaft, sozusagen. Nichts Überschrift ist das Kapitel. Die Lenkung des Schöpfers ist eine zielgerichtete Lenkung. Und das wird aus der Entwicklung der Objekte der in uns umgebenden Wirklichkeit selbst klar. Wenn wir uns jedes noch so kleine Geschöpf vornehmen, welches einer der vier Arten angehört, bewegungslos, pflanzlich, tierisch sprechend, wenn wir sehen, dass sowohl das Einzelwesen als auch seine Art als Ganzes zielgerichtet gelenkt werden. Das heißt, die langsame und stufenweise Entwicklung, die durch den Rahmen von Ursache und Wirkung bedingt ist, gleich der Frucht eines Baumes, deren Lenkung ein gutes Endziel verfolgt, sie süß und angenehm im Geschmack zu machen. Fragt die Botaniker, wie viele Zustände diese Frucht vom Moment der Entstehung an bis zur Erreichung ihres Ziels, der endgültigen Reife, durchläuft. Und alle Zustände, die dem Endgültigen vorausgehen, entbehren nicht nur der Andeutung auf deren endgültigen, schönen und süßen Zustand, sondern zeigen uns im Gegenteil eher den Gegensatz zu ihrer Endform. Das heißt, je süßer die Frucht am Ende ist, desto bitterer und hässlicher ist sie in den vorausgehenden Stufen ihrer Entwicklung. Genauso auf den Stufen tierisch und sprechend. Denn ein Tier, dessen Verstand auch beim Abschluss des Wachstums klein bleibt, durchläuft keine bedeutenden Veränderungen im Entwicklungsprozess. Während im Menschen, dessen Verstand sich am Ende seiner Entwicklung vielfach vergrößert, riesige Veränderungen stattfinden. Ein eintägiges Kalb wird bereits als Tier bezeichnet, da es über die Kraft verfügt, auf den Beinen zu stehen und zu laufen, sowie auch über den Verstand, Gefahren zu meiden, die auf seinem Weg vorkommen. Nichtsdestotrotz, der Mensch dagegen gleicht, wenn er einen Tag alt ist, einem Geschöpf, dem viele solcher Sinne fehlen. Und wenn jemand, der die Realität dieser Welt nicht kennt, diese zwei Neugeborenen betrachten und versuchen würde, die Situation zu beschreiben, so würde er natürlich vom menschlichen Säugling sagen, dass aus diesem nie etwas werden wird. Und vom Kalb würde er sagen, dass hier ein großer Held auf die Welt gekommen sei. Wenn er sie
Wenn also nach dem Entwicklungsstand des Verstandes des Kalbs und des Neugeborenen, welches nichts versteht und nichts fühlt, urteilen würde. Sorry, Türkei 4. Guten Morgen, Rav. Ich habe Freunde aus Russland und aus der Ukraine jetzt gerade zugehört. Ich fühle, dass wir alle ein Nationalgefühl haben. Sei es eine nationale Identität haben, eine religiöse Einteilung des Egos mit verschiedenen Teilen unserer Nation. Wir sind auch diese Beispiele beim türkischen Kli. Ich erinnere mich, als sie sprachen über den Konflikt zwischen Armenien und der Türkei, haben sehr viele Freunde die Gruppe verlassen. Und über die Krise, und Leute könnten nicht sagen, dass der Rav die Türken nicht mag, der Rav unterstützt die Armenier und den ganzen großen Konflikt. Das war eine sehr schwere Arbeit, sich über die Identität zu erheben, die nationale Identität des Menschen zu erheben. Als Studenten, wie können wir erfolgreich sein, um das zu tun? Das ist nicht einfach. Wenn du dich erheben möchtest, noch höher, und du sollst sich den Juden anzuschließen aus Israel, die durch die gesamte Geschichte gelitten haben, und jeder hat sie gehasst, und jeder hat die geschlagen. Und am Ende, die Narzissten in Deutschland wollen die ausrotten, alle zusammen. Und auch heute in jedem Land, wo die leben, die werden nicht so gut behandelt wie alle anderen. Und es fühlt sich in jedem Juden so. Das ist die Frage von Tausenden von Jahren, von diesen Zuständen, von dem ersten Tag, wo die israelische Nation angefangen hat in den alten Babylon, wo die aus Babylon ausgetreten sind, und die kamen hier zum Land Kanaan, und wo wir jetzt nennen das Land Israel. Und andererseits, du wirst das nicht fühlen, was es heißt, die Geschichte ist eine Ausdrucksweise von menschlichen Beziehungen zu seinen tiefsten inneren Punkten. Er respektiert diese nicht und achtet sie nicht. Das ist auch zwischen den Nationen so. Je mehr diese Punkte weise sind und verbunden sind zu der höheren Kraft, die werden auch noch degradiert, nicht respektiert. Das ist die Geschichte einfach. Und du wirst auch daraus lernen, was passierte. Und ich behandle keine Nation und von allen Nationen der Welt mit irgendwelchen Vorteilen oder in Bezug auf die andere Nation. Ich schaue auf jeden gleich und an alle Nationen der Welt als die, die Korrektur brauchen. Aber vor allem sollen sich die korrigieren, die sich Israel nennen. Und dann, das ist einfach deren Fehler, weil die Welt nicht korrigiert ist. Und deswegen leiden die auch mehr als die anderen durch die Geschichte. Auch die Armenier und die Türken, die Menschen aus Aserbaidschan, und es gibt keinen Vorteil zu den anderen. Man kann sagen, dass manche Menschen gehen mehr gegen Gesetze der Natur. Und ich habe dann erklärt, das ist einfach,
weil ich nicht denke, dass man die Welt durch Gewalt korrigieren kann. Und am Ende, wir leben in der Welt, was sich in die Richtung der Korrektur entwickelt. Und es gibt bestimmte Abstiege und wir sehen, dass wir sehr nah sind zu diesen Abstiegen. Aber auch in Bezug zum Antisemitismus erinnere ich mich, dass in meiner Kindheit im Laufe 6 Jahre habe ich von der Gemeinschaft von Sufisten die islamistische Studien gelernt als Kind. Und ich sah große Antisemitismus, Tiefen. Es hat eine spirituelle Wurzel, sogar Menschen, welche sich ihre Prophezeiung verwendet haben im Laufe der Zeit, alle Völker, alle sie auf Juden begründeten, sie verbindeten und sprachen über komm, Muslims, komm, hier gibt es unter mir einen Juden, komm, nehmt ihn. Und sie Menschen glaubten daran und sie fußten mit denen ich gewachsen bin, waren sehr weise Menschen. Es war sehr schwer, das zu verstehen. Ich wollte fragen, wie können wir anfangen, irgendeine Beziehung, Verbindung zu erschaffen, zwischen Dialog zwischen Religionen, Kulturen. Wie geht das? Nein. Das ist noch zu früh. Und genau, wenn die Sufis darüber sprechen, über den Hass, die richtigen Sufis, die sprechen nur über die Liebe. So weit ich weiß, und ich habe die auch getroffen, die richtigen Sufis, und das letzte paar Male, ich habe sie getroffen in England mit ein paar Sufis, und dann war das auch in Holland einmal. Und dann war ich sehr beeindruckt von den Sufis, auch in den USA. Ich war sehr wirklich beeindruckt. Das waren die richtigen Sufis. Die hatten keine Interesse, die anderen zu hassen oder in irgendwelchen antisemitischen Neigungen und oder kein Hass gegen niemanden. Die richtigen Sufis heißt, die arbeiten auch. Die Liebe bedeckt alle Vergehen. Das ist genauso wie in der Kabbalah. In den Zeiten, besonderen Zeiten in Andalusien, in Spanien, haben die spanischen Juden und die Muslims waren in einer sehr guten Verbindung und die Kabbalisten und die Sufisten haben eine sehr gute Verbindung gehabt. So heißt, dass unsere Methoden einander gleichen. Die Sufisten und die Kabbalah. Ja. Alle gehen in die gleiche Richtung, aber wenn dem so ist, ich weiß nicht, ich glaube daran, dass es hier trotzdem hier vielleicht müssen wir hier eine gewisse besondere Verbreitungsaktion organisieren, um aufzuzeigen, welche Beziehung, welche Verbindung zwischen Sufisten und der Kabbalah existiert. Dass wir alle in dieselbe Richtung gehen, über alle Vergehen so lieber bedecken. Ich bin nicht sicher, ob wir da Erfolg haben werden. Und ich würde es nicht empfehlen, dass du nichts anderes tust oder dass du sagst, dass du Kabbalah studierst. Und wir sollen denken, dass Sufi sind auch in der Liebe bedeckt alle Vergehen. Es gibt auch Gründe, wieso die sagen, dass die Steine werden sagen, da ist der Jude, versteckt sich hinter mir, komm und töte ihn. Das ist nicht aber Sufismus. Die richtigen Sufis arbeiten mit Liebe bedeckt alle Vergehen einfach. Gut, in Ordnung. Kiew. Ibera hat auch eine gute Frage gestellt. Ich wollte fragen, was Balaam schreibt über dieses Frucht, welche wächst, sagt, dass wenn sie über Unterschiede sich heben will, muss sie sich zu einem Juden verwandeln, Israel. Das heißt, Ibera hat sie uns alle erwartet und alle werden zu Juden, zu Israel werden müssen, innerlicherweise.
innerlich ja, jeder soll zu dem Zustand kommen, die Liebe bedeckt alle Vergehen, dann wird es keine Unterschiede zwischen den Menschen geben. Und so, das Kabbalisten schreiben auch, jeder kann verbleiben in seiner Religion, seinem Glaube, aber das Gesetz der Liebe muss sein über allem und bedecken allen, jeden bedecken, so ist es. Demzufolge bin ich gegen den Krieg, weil dadurch zerstören wir uns selbst. Und jetzt werden wir sehen, praktisch, ja. In Ordnung? Wie ist zu tun? In Ordnung, Kiew 3. Morgen, Lehrer. Die Frage ist folgende. In unserem Land, in unserem Ort, wir sitzen hier in den Bunkern und fühlen uns nur sicher, wenn wir verbunden sind, durch Unterricht im ganzen Weg, die Welt draußen, der ganze Hass, welcher existiert. Warum folgt das nach solchen Fragen? Die Trennung fühlbar ist nicht auf äußere Weise, nicht nur schreien, bis zu dem, was passiert, sondern auch über die innere Trennung zwischen uns. Wohin führt das alles? Und wie können wir uns zum Gebet beziehen? Wir sollen beten, zum Schöpfer beten, dass er uns die Kraft gibt, dass wir uns verbinden können. Über all diesen Vergehen. Obwohl wir nichts verstehen, wir verstehen uns nicht gegenseitig, wir können nicht miteinander gut umgehen, aber wir möchten nichtsdestotrotz über all diesen Missverständnissen zu erheben und uns verbinden zu einem Schöpfer, der bringt Frieden. Der bringt Frieden über uns, weil wir sind immer in irgendwelchen Argumenten und wir schlagen uns und immer in diesen entgegengesetzten Handlungen. Und wir möchten, dass der Schöpfer über uns Frieden macht, dass er uns Frieden bringt. So ist das. Und der bringt über uns so eine Zucker des Friedens. So, wir sind fertig jetzt damit. Niv? Wir haben heute Ankündigungen, wir haben heute Sendungen zwischen 19 und 32 Grundbegriffe für Rester Kabbalah mit Rabbi Michael Leitmann und zwischen 10 und 30 und 11 30 haben wir die Treffen der Redakteure, die Aufzeichnung von Michael Leitmann. Um 36 bis 39, 37 haben wir die heutige Freundesversammlung live zum Thema Wir erwecken den Mangel nach der Hilfe vom Schöpfer. Wichtig für alle bei der Freundesversammlung heute. Sonntag treffen wir uns gemeinsam 2, 3, 10 in einem gemeinsamen Arabo-Zimmer. Nach dem Unterricht jetzt wird quasi ein Dokument geschickt, mit welchen Gruppen ihr im Arabo-Raum seid. Sucht den Namen eures Zimmers und den Arabo-Raum, wohin ihr eingeladen seid, reinzukommen. Für die Eshvat Chavarim heute. Damit beenden wir den Unterricht und danke sehr, schönen Tag. People gather round above this time and space. Come on, people, gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. Put a smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come my way. Completing the circle. United and play. Completing the circle. Let the love shine night and day. Completing the circle. Come my way. Completing the circle. Time and space. Come on, people.
people gather round. Let's find a higher place. Come on, people, gather round. The circle awaits. Come on, people, gather round. A smile on your face. Clear your senses, free your mind. Your heart will keep the beat. Let's all sing together. So get up on your feet. Completing the circle. Come my way. Completing the circle. Unite and play. Completing the circle. Let the love shine night and day. Completing the circle. Come my way. Completing the circle. Unite.